Ich glaube, das ist nicht so geil, oder? Erzähl der guten Fee, was passiert ist. Ach, die läuft hier gerade rum. Kaputt gemacht. Ja, irgendwie... ach, schade, ich kann nicht hochgucken. Wir haben da so einen Riss in der Matrix. Oh Mann, ich dachte, ich könnte hier endlich mal das Feuer löschen. Kidma, es ist etwas passiert, nicht wahr? Der Himmel über den Tal scheint sich zu öffnen. Oh, warte einen Moment. Was ist mit der Kugel der Erinnerung passiert? Das Vergessen ist aufgetaucht und hat sie mir gestohlen. Das Vergessen? Oh je. Das ist noch nicht alles. Das Vergessen plant eine Art Zauber, um die Mauer zwischen dem Dreamlight Valley und der Schattenseite einzureißen. Ein Zauberspruch, damit niemand mehr einsam ist. Nur meine Güte, es will das Gewebe der Realität einreißen, die Mauer zwischen einer Welt und der nächsten zerstören. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Art der Magie. Mit dem kleinsten Ausrutscher kann das Vergessen alles zerstören. Alles. Du meinst das ganze Dreamlight Valley? Oh. Nein, ich meine alles. Dreamlight Valley, die Schattenseite, das hier und dort, die Reiche, vielleicht sogar die wache Welt. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht passiert. Mein verlorenes inneres Kind wird das Universum nicht zerstören. Ich weiß, dass ich es aufhalten kann. Es ist schwierig, Magie. Es ist schwierige Magie, mein Lieber. Im Moment ist das Dreamlight Valley sicher und stabil, aber wir müssen tun, was wir können, denn es ist noch sehr labil. Bald wirst du keine andere Wahl mehr haben, als die Schattenseite des Dreamlight Valleys zu betreten und dich dem Vergessen zu stellen. Ich werde mit Merlin besprechen, wie wir das machen können. In der Zwischenzeit solltest du das tun, was du immer getan hast. Kümmere dich weiter um das Dreamlight Valley. Okay, alles klar. Nicht nur ein. Ganz viele Risse in der Matrix. Ah, okay, alles klar. Die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Nächste Aufgabe ist gesperrt. Und jetzt können wir ihr Freundschaftslevel erhöhen. Das heißt, wir können ihr jetzt was schenken. Ich habe etwas für dich. Also erstmal, du siehst sehr ernst aus. Mein Lieber, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich schätze und lieb habe. Wo du auch hingehst, was du auch tust, du bist mir wichtig, ob du wachst oder ruhst. Oh, ich hab dich auch lieb, gute Fee. Oh, Kindchen, das ist Musik in meinen Ohren. Diese Worte haben einen ganz eigenen Zauber. Du warst ja so hilfsbereit. Ja. So, okay, wir haben einen weiteren Charakter, glaube ich. Alles klar, dann vielen Dank fürs Dabeisein, Hachi, und viel Spaß auf Arbeit, erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Oh, Dagobert hat ein neues Outfit. Eins von zwei. Okay, wir können noch ein neues Outfit freischalten für ihn, cool. Alles klar. Ja, Chatlopen. So, lilafarbene Sumpfmilchkraut, marinierter Hering und blaue Passionslilie möchte sie haben. Das sollten wir hinkriegen. Boah, ist das hier warm, ne? Pff. Muss ja bald schon wieder den Ventilator aufstellen. So, wir holen mal eben das, was sie haben möchte. Dann geben wir ihr die Geschenke, damit sie auf Stufe 2 und darüber hinauskommt. Dann können wir sie nämlich auch mitnehmen. Was war das? Lilafarben Sumpfmilchkraut, blaue Passionslilie und marinierter Hering. Lilafarbene Sumpfmilchkraut haben wir 2-3. Blaue Passionslilie haben wir 2-3. Und einen marinierten Hering müssen wir mal eben zubereiten. Marinierter Hering. Haben wir den überhaupt schon? Haben wir noch gar nicht. Ach, Jemine. Ich habe das mit dem Hering nach Arendelle-Art tatsächlich verwechselt. Wir gucken mal eben. Marinierter Hering. Wo ist er denn?
In Alufolie gegarte Zander. Marinierter Hering? Oder, achso, oder meint ihr den marinierten Hering nach Arendelle-Art? Warte, wir gucken nochmal eben. Vielleicht hat das einfach noch nicht mehr drauf gepasst. Marinierter Hering. Ich glaube, das müsste aber der nach Arendelle-Art sein. Nee, das ist eingelegter Hering. Hä? Okay, dann ist es doch was anderes. Hm. Aber das ist doch kein Nachtisch. Ich meine, marinierter Hering zum Nachtisch ist doch widerlich. Nee, ist es auch nicht. Marinierter Hering? Übersehe ich den die ganze Zeit? Also hier ist er nicht. Das ist ja nach alphabetisch sortiert. Hm. Doch eine Vorspeise? Eingelegter Hering. Und marinierter Hering. Hä, warum würden wir uns... So sichtbar angezeigt. Aber wir haben das Rezept dafür nicht. Okay, ich gebe hier erstmal die anderen beiden Geschenke. Ich muss noch mal schauen. Also, ich finde das irgendwie merkwürdig. Es gibt keinen marinierten Hering. Oder ist das einfach textlich falsch übersetzt? Es soll eigentlich eingelegter Hering sein. So, wo ist denn die gute Fee? Da nicht mehr. Ach, die ist essen. Kannst du wahrscheinlich nicht mehr abwarten. Cinderella, Cinderella, Tag und Nacht, Cinderella. So, gute Fee. Auch mit dem Erik ist sie essen. So, ich habe was für dich. Erstmal lila Sumpfmilchkraut. Ein Geschenk für mich, da bin ich aber gespannt. Oh. So, Level 2, wir kriegen eine schöne Kutsche. Und ganz am Ende sogar die große Kutsche. Was geben wir denn mal? Ich finde, die passt so ein bisschen zu sammeln. Ich gebe dir sammeln. Und dann können wir nämlich jetzt sagen... Ah, ja stimmt, sie hat jetzt eine neue Quest. Mein Lieber, hast du Zeit, um mit mir über das vergessene Land zu sprechen? Ja, natürlich. Sehr gut. Sag, glaubst du, dass es ein kummervoller Ort ist? Ich habe dazu eigentlich keine bestimmte Meinung. Ja, es ist immer gut, für alles offen zu sein. Ich persönlich finde es recht reizvoll. Aber ich fürchte, dass viele Dorfbewohner das leider anders sehen. Ich glaube, das könnte an den vielen kleinen Feuern liegen. Oh ja! Ich hoffe, wir können sie jetzt wegmachen. Was geht dir durch den Kopf? Ich denke seit einer Weile darüber nach und ich glaube, dass zwei Zauberer hier am hilfreichsten wären. Und wir haben Glück, denn mit Merlin gibt es hier einen zweiten, sehr talentierten Zauberer. Sollen wir ihn um Hilfe bitten, mein Lieber? Ich danke dir, Liebes. Bei der guten Fee und Merlin zu. Okay, pass auf. Oh, wir haben hier... Oh, sogar zwei. Sogar drei. Sogar vier. Wow. Ja, noch einer? Ja. Hier liegt auch keiner mehr. Geil. Das war vier Außerirdische gefunden. Das ist nice. So, Questverfolgung natürlich erstmal wieder ausblenden. Und dann... Wie sie immer läuft. Wie so eine kleine Hexe. Oh, meine liebe alte Freundin. Wie schön es ist, dich wiederzusehen.
diese ganzen Verdrießlichkeiten mit dem Vergessen bedeuten, dass wir uns schon viel zu lange nicht mehr bei einem Tee unterhalten haben. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Wir müssen das so schnell wie möglich nachholen. Kaffeeklatsch. Aber warum waren wir dann... Ich fürchte, das ist kein Freundschaftsbesuch, Merlin. Kindma ist mit mir auf einer Mission. Mission komplett. Wir suchen nach einer Möglichkeit, die Feuer im Vergessenen dann zu löschen. Es ist ziemlich toll, wie nett du zu jedem bist. In der Tat, eine fleißige Mission. Aber es werden ja immer mehr hier. Ich habe selbst versucht, dieses Problem zu lösen, aber ich fürchte, es ist ein schwieriges Unterfangen. Ich kann es kaum erwarten, alle zu treffen. Keines meiner Experimente hat den gewünschten Erfolg gebracht. Dafür bin ich hier, mein Lieber. Zusammen werden wir der Lösung schon auf die Schliche kommen. Oh, ich fürchte, weder du noch ich können hier etwas ausrichten. Was wir brauchen, ist Dreamlight-Magie. Aber natürlich. Also kann nur Kid bei uns weiterhelfen. Vielen Dank, Merlin. Wir machen uns auf den Weg. Aber wir müssen uns unbedingt bald wieder auf eine Tasse Tee treffen. Wir müssen unbedingt reden. Und zwar schnell. Jo. Kidma, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Ich habe alles gehört. Es ist uns gelungen, eine Lösung zu finden, um das ganz und gar unsägliche Feuer zu binden. Doch im Kampf gegen die Flammen bestehen wir nur zusammen. Zieh deine Dreamlight-Magie zu Rate. Wenn ich meine herrschaftliche Gießkanne verzaubere, sollte es klappen. Lass es uns zusammen herausfinden. Ja, das ist fantastisch, mein Lieber. Meine Lieber, das ist nicht... gendermäßig konform. Einfach fantastisch. Okay, mal sehen. Vielleicht können wir Turmalin gegen die grüne Farbe des Feuers einsetzen und das Ganze mit ein paar Schneebällen abkühlen. Mit Traumscherben wird der Zauber aktiv und mit lila Sprengkraut geht sicher nicht schief. Ich werde alles besorgen. Du kannst dich auf mich verlassen. Und was tun wir dann als nächstes? Danach gibst du alles in ein leeres Fläschchen, um einen Eiszauber zu erschaffen und wendest ihn auf deine Gießkanne an. Du warst ja so hilfsbereit. Doch habe ich nichts getan. So, erstmal lass uns abhängen. Und dann habe ich noch was für dich. Nämlich blaue Passionslinie. Marinierter Hering. Das sieht aber auch aus wie der nach Arendelle-Art. Mein Lieber, wie außerordentlich nett von dir. Level 3. Einen neuen Sticker. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du mal zwei. Nee, Merlin, ich hab ja schon geglaubt. So, dann sollen wir also wieder ein bisschen craften. So, oh, juck. Juckt. So, wir haben noch ein Holz, das kann ich mal eben hier in die Kiste werfen. Hier. Und da müssen wir eh alles zusammen haben dafür. Funktionelle Gegenstände, eisige Verzauberung. Leeres Fläschchen, Traumscherben, Turmalin, Schneeball und lila Springkraut. Let's go. So, das wenden wir dann einmal an. Benutzen. Yeah! Haben wir gemacht. Benutze die Gießkanne, um das grüne Feuer im vergessenen Land zu löschen. Das machen wir dann natürlich auch. Ich will noch mal eben gucken, ob es der Hering der Arendelle-Art ist. Ich finde das merkwürdig. Wobei, warte, da war nicht so dieses grüne Pinörpel-Ding, ne? Nee, da war nicht dieses grüne Pinörpel-Ding. Dann ist es wahrscheinlich der eingelegte Hering. Der hier. Und dafür brauchen wir 4 Zutaten. Also Hering wird drin sein. Zitrone, Knoblauch, Zwiebel und Gewürze.
Ich lass mal die Zitrone weg. Zwiebel. Hering. Knoblauch. Und Gewürze. Oregano. Marinierter Hering, jawohl. Okay, aber warum wurde mir das jetzt so angezeigt, als wenn's... Ach, wir haben marinierten Hering bekommen. Hier. Der war vorher nicht da. Der war vorher nicht da. Ich wette mit euch, der war vorher nicht da. Ich kann nicht so blind sein. Okay, eigentlich wollte ich den eingelegten Hering machen, aber wir haben jetzt noch den marinierten bekommen. Umso besser. So. Dann, bitteschön. So. Alright. So, was ich nochmal eben machen würde, wäre die Gebiete abzuschließen. Oh, ihre Musik. Ich bin auch ewig nicht mehr gesehen, den Film. Die Gebiete abschließen, wo wir noch nicht waren. Wenn wir das Holz mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Lied das ist. Und die haben endlich wieder diesen Bug mit den Blumen hier oben gefixt. Das finde ich sehr gut. Schwarze Passionslilien nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir nämlich. So. Leckt das wieder ein kleines bisschen. Bitte um Entschuldigung. Achso, stimmt. Hier waren wir auch noch nicht. Dann mal gucken, was Christoph so heute im Angebot hat. Kiesel nehmen wir mal mit. Gold, Glas und Lehm. Bei Leben hätte ich mir, glaube ich, sparen können. So. Sonst haben wir hier nichts. Die anderen Farben brauche ich auch nicht so dringend. Da ist noch was, was wir abbauen müssen. Und eine Kiste. Mit Geld. Okay. Da muss noch irgendwo eine schwarze Passionslilie sein. Es sind immer zwei. Müssten eigentlich zumindest. Hab ich einen übersehen? Ah, da hinten. Ich hab's übersehen. Und da kann ich noch einmal graben. So. Und wisst ihr, was wir auch schon mal machen, wenn wir sehen, wir bauen jetzt einfach mal hier die Kristalle ab. Wir haben ja die gute Fee jetzt dabei. Und das müssen wir für den Dreamlight-Pfad ja ohnehin machen. So. Wobei ich glaube, dass für den Sternenpfad bauen Minerale ab. Ist das so gemeint, dass wir generell diese Erzvorkommen abbauen können oder müssen wir halt wirklich Edelsteine rausbekommen? Ja, wir schauen mal. So, hier wären wir dann erstmal fertig, aber wir haben noch den Strand. Da waren wir auch noch nicht. Ups. Ding. So. Ich glaube, die können wir nochmal mitnehmen. Davon haben wir nicht ganz so viele. Wie sieht es sonst hier aus? Boah. Alles noch ganz ordentlich. Schön. Noch etwas? Nope. Ah, da hinten können wir mal graben.
Ja, klar. Und halt spannt in sein eigenes Haus. Und angelt irgendwas da drin. Vielleicht hat er seinen Schlüssel vergessen und er liegt jetzt auf dem Tisch und er versucht ihn jetzt auf diese Art und Weise zu erangeln. Legit. Ich wette, wenn es euch genauso gehen würde, würdet ihr es auch probieren. Mit, dann eben die Fische von Vajana. So, was gibt's denn hier Schönes? Na, schade. Ich will immer noch gerne die Fische aus dem Hier und Dort haben. Aber die können wir scheinbar nur selber angeln. Naja. So. Dann machen wir hier noch einmal fertig und dann haben wir auch alles wieder aufgeräumt. Sehr schön. Mal eben gucken, wir hatten doch hier, glaube ich, auch noch Sachen, die wir abbauen konnten. Na toll, da ist mir so ein Loch. Und Level 4. Geil. Sehr nice. Irgendwo, meine ich, hatten wir doch hier da Kristall zum Abbauen. Wir brauchen es definitiv nicht, aber ich nehme es trotzdem mit, weil, ne, Sternfahrt. So. Ich muss mal eben gucken, wenn wir jetzt, wir haben jetzt, wie viele? 3. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eins abbaue, wo nichts ist? Das hier zum Beispiel. Zählt das dann auch als Minerale? Nein, zählt nicht. Okay. Sonst hätte ich nämlich gesagt, bauen wir einfach die ab, wo wir Eisenerz drin haben, weil Eisenerz können wir immer gebrauchen. Dann machen wir uns das halt etwas einfacher. So, hier war mal nicht noch etwas. Mel, das Eiskaffeeglas ist wieder ganz voll. Oh, geil. Ich hätte auch gerne was. Schön Eiskaffee. Aber ich glaube, ich mache mir dann nochmal einen neuen Kaffee. Ist auch okay. So, jetzt nehmen wir das Holz wieder mit. Da ist wieder schön was respawnt. Da vorne können wir noch was abbauen. Schwupps. Ja, selbstgemachter Kaffee Saigon? Oh. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt, aber selbstgemacht ist in der Regel ja immer geil. Deswegen Neid. Ich vermute, alles, was das Licht berührt, ist Teil dieses neuen Ortes. Das hast du gut erkannt. Ein bisschen Holz, so, also ein bisschen Zeugs mitnehmen wieder. Besser haben als brauchen, ihr wisst es ja. Ne, Warfreunde. So geht's ja. So. So. Na. Und so. Haben wir noch irgendwas, was wir abbauen können? Nein. Okay, pass auf, dann porten wir uns einmal nach Hause. Guck mal, ob wir hier vielleicht noch was abbauen können. Und dann würde ich... ein bisschen Holz. Und dann würde ich vielleicht über die sonnige Ebene den Umweg ins vergessene Tal gehen, um die Feuer da oben zu löschen.
Wir haben schon relativ viel erlebt bei Disney Dreamlight Valley, ne? Ich meine, bei über 200 Folgen. Das ist verwunderlich. Diese Musikwahl. Kriegst ja voll die Krise bei. So, okay, da hinten ist nichts dran. Alles klar. Ich weiß auch nicht, ob ich noch ein weiteres hätte abbauen können, weil unsere Energie ist ein bisschen in the ass. Okay. Wie sieht unser Inventar aus? Voll auf jeden Fall. Dann legen wir mal ein bisschen ab. Schwupps. Was mache ich denn mit den restlichen Eiern, sag mal? Ich glaube, ich mache mal irgendwann eine Eventkiste, wo ich dann halt die Sachen reinpacke, die nur für Events sind und... Boah. Hat sich das. Okay, Fische können wir wieder verkaufen. So. Schmaragd können wir verkaufen. Okay. Haben wir. Na, wie geht's? So, bist ja ganz gut. So, hier zack, 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 zack. So, 4000. Oho. Vielen Dank. Für die Blumen. So, hoch. Dahin. Ich glaube, sie jagt gerade. Oh, wie süß. Das ist schon putzig. Ich denke bei unserem Eichhörnchen irgendwie immer, dass da was im Gras liegt. Mal. Ich glaube, hier hinter der Ecke war doch noch irgendwas, was wir abbauen konnten. So ist es. Ich baue hier so selten ab, deswegen habe ich das Alter. Ist gar nicht so im Kopf, was wo im Detail jetzt liegt. Sehr schön. So, hat das denn jetzt damit reingezählt, sag mal? 8 Minerale? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir wären sonst nicht bei 8 gewesen. Hat uns also in die Karten gespielt. Schön. Ich nehme das Holz ja immer mit, weil es im Weg liegt. So, hier hinten ist nichts mehr. Nein. Okay. So, dann gehen wir hier nochmal eben kurz die Erzrunde und danach endlich das Feuer. Endlich das Feuer! Oh, wird das schön sein. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt schon alle löschen können oder erstmal nur die Kleinen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erst nur die Kleinen wegmachen können, aber immerhin besser als nichts. So, schön weiter, Gregament. Ich erzähl Slinky von dem Ort hier. Ob er das so vor, da klingt er irgendwie sturzbetrunken immer. Ja! Oh, wir kriegen Glas daraus? Cool. Okay, ja, Baby. Und wir können alle löschen. Geil. Und kriegen eine Kiste. Wir können das Feuer löschen. Es ist so traumhaft. So, modernes rotes Sofa. Mhm. So, erstmal hier wieder mit ihr reden. Oh. Glückwunsch, Kindchen. Es hat funktioniert. Es gibt jetzt kein Feuer mehr, das die Stimmung vermiest. Aber irgendwie ist es dunkel und trist. Was steckst du vor? Oh. Wir brauchen Lampen.
Wege und Sitzmöbel mit diesen Dingern. Das wirst du schon sehen, wird es sicher und gemütlich herumzugehen. Das überlasse ich dir. Schließlich hast du auch den Rest des Dorfes wunderbar auf Vordermann gebracht. Oh. Bis bald, mein Lieber. Ich bin mit Merlin verabredet. Wir haben viele Jahre des Teetrinkens und Plauderns nachzuholen. Also dekorieren, ja? Mhm. Das machen wir. Erstmal lösche ich hier noch die restlichen Feuer.